Der erste Storch auf Futtersuche im Versmolder Bruch. Hier scheint der Storch Futter soeben gefunden zu haben. Da erscheint der Schnabel wieder an der Erdoberfläche und scheint fündig geworden zu sein. Es ist nicht genau zu sehen, um was es sich handelt. Ist es eine Maus oder ein Frosch? Es scheint auf jeden Fall ein wunderbarer Fund zu sein. Nun hat der Storch sein Fundteil sicher im Griff. Mit dem gesunden Fressen geht er zum nahegelegenen Bach. Es könnte sich um einen Frosch oder um einen sehr fetten Wurm handeln. Interessiert verfolgt der Rabe diesen Vorgang. Mit wenigen Schritten gelangt der Storch nun zum nahegelegenen Bach. Erstaunlich ist, er steigt in den Bach und wäscht sein Fundstück, oder besser gesagt Mundstück. Also der Storch möchte immer saures Futter aufnehmen. Nun steigt er wieder aus dem Gewässer und nimmt am Uferrand das Futter zu sich. Zufrieden mit gefülltem Kropf wandert der Storch zu neuen Taten. Der Storch war nur zur Nahrungsaufnahme im Bruch und damit bleibt das Storchennest vorerst unbesetzt.